Hi, ich bin Vorabreporter David Kieber jetzt in der Cashpoint Arena in Altach und da ist gestern die Sensation gelungen. Altach ist in der Bundesliga Winterkönig. Interimstrainer Werner Grabherr, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Kann man wirklich sagen, das erste Mal in Vorarlberg ist sensationell, dass das passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Für den ganzen Club, für die Region, vor allem freut es mich für die Mannschaft, die hat sich das in 20 Runden erarbeitet und auch richtig verdient. Wir haben natürlich jetzt für den Winterkönig eine Krone dabei, die darf ich dir jetzt aufsetzen. Herzlichen Glückwunsch. Der König will gekrönt sein. Ah, die Krone setze ich stellvertretend auf für alle, die an diesem Erfolg beteiligt sind. Und da ist es nicht nur meine Arbeit, auch die Arbeit von einem Damir Kanadi, der jetzt nicht mehr beim Club ist. Aber drumherum sind viele helfende Hände und vor allem die Mannschaft, die das natürlich auf dem Platz dann auch schlussendlich umsetzt. Wir wünschen auf jeden Fall dem SCA Altach einen herzlichen Glückwunsch, den Spielern einen schönen Urlaub und im Hinblick auf die Meisterschaft geht es am 9. Jänner wieder weiter. Mit der Vorbereitung und in die Meisterschaft starten wir dann Anfang Februar wieder richtig rein, aber auch von unserer Seite natürlich allen Fans, allen Vorarlbergern frohe Weihnachten und erholsame Feiertage. Wir würden uns freuen, wenn wir auch im neuen Jahr wieder so unterstützt werden wie vor allem gestern. Es war überragende Stimmung, richtig wichtig und die Mannschaft spürt es auch auf dem Spielfeld. Und von uns natürlich auch viel Erfolg nach der Winterpause. Dankeschön. Antenne Vorarlberg.